Wir kommen noch einmal zurück zur Antonius-Legende und wie sie in das volkssprachliche Erzählen vom Heiligen im Mittelalter eingedrungen ist. Dafür sehen wir uns zwei im Mittelalter jeweils überaus weit verbreitete Bearbeitungen der Vita des Athanasius neben anderen Quellen an und fragen nach den Übereinstimmungen und Unterschieden vor dem Hintergrund der Entstehungs- und Gebrauchskontexte. Die lateinische Legende Aurea des Jacobus de Voragine und die Apophthegmata Patrum wie ihre mittelhochdeutsche Bearbeitung im Väterbuch. Jacobus de Voragine, 1230 in Borago geboren, war Dominikaner und der 8. Genueser Erzbischof seit 1292. Von seinem Leben sind wir erstaunlich gut unterrichtet, weil Jacobus mit seiner Chronik Genuas nicht nur die Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zu seiner eigenen Lebenszeit samt großer Weltereignisse beschrieb, die in seinem Jahrhundert in Italien vor seinen Augen sich abspielten, sondern auch seine eigene Autobiografie mit eingeflochten hat. 40-jährig tritt er dem Predigerorden bei, tut sich in Studium und Auslegung der Heiligen Schrift hervor und wird ein äußerst ambitionierter und enthusiastischer Prediger, wodurch er zu Lebzeiten in der näheren und weiteren Umgebung einige Berühmtheit erlangte, denn wie alle Predigerbrüder zog er herum und predigte. Jacobus dichtete und sammelte Zeugnisse der christlichen Mythologie und vereinte sie in einer Sammlung der Legenda Aurea und machte damit die im Gedächtnis der Christen allgegenwärtigen Mythen in Form und Struktur verfügbar. Die christliche Mythologie, die in der Fantasie des Volks überall unsichtbar gegenwärtig lebte, war ungeformt, ungebunden, noch nicht durch ein ordnendes Prinzip gegliedert und beherrscht. Der Reichtum an Gestalten war da, der Zusammenhang des christlichen Weltbildes war auch da, im Kult, im Kirchenjahr, aber jedes war noch für sich. Die Gestaltenwelt der volkstümlichen und mönchischen Überlieferung war unübersehbar reich. Die Kalendarien und Martyrologien, die dem zusammenfassenden Kultgebrauch dienten, waren stofflich arme, nüchterne Verzeichnisse, die von der Bildwelt der einzelnen Legende nichts ahnen ließ. Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, ordnet die Texte nach dem Kirchenjahr, beginnt also mit dem Advent und geht über Weihnachten, Epiphania, Ostern, Pfingsten zu den Tagen aller Heiligen und aller Seelen und endet mit dem Fest der Kirchweih. Alle Legenden sind entsprechend in den auf ewig Dauer gestellten kultischen Zyklus eingelassen und damit der historischen Zeitlichkeit enthoben und auf immer verstetigt. Die Quellen der Legenda Aurea sind äußerst zahlreich. Der eigentliche Textbestand erscheint demgegenüber äußerst reduziert und zusammengeschrumpft auf wenige Begebenheiten in noch weniger Zeilen, stilistisch in harmonischer Weise auf Latein gedichtet. Auf das Wesentliche konzentriert und gezielt aller Historizität entkleidet, ohne dabei die Unmittelbarkeit und die Lebendigkeit der Zeugnisse zu schmälern, bewahrt und übernimmt Jacobus nur das, was ihn für den Zweck des Werks am besten erfüllte. Erbauliche Lektüre, aber auch Materialsammlung für Prediger. Noch zu Lebzeiten Jacobus wurde sein Werk äußerst schnell verbreitet und gelangte von Italien schon spätestens 1282 nach Deutschland. Der Einfluss der Sammlung auf das kulturelle und künstlerische Selbstverständnis von Autoren, von Heiligenlegenden und geistlicher Literatur überhaupt ist kaum hoch genug einzuschätzen. Mit der Person Jacobus de Voragine wurde der Erfolg der Legende Aurea über Genua hinaus nur in wenigen Fällen unmittelbar verknüpft. Das Werk ist, wie typisch für die großen volkstümlichen Werke des Mittelalters, zumeist anonym überliefert. Für die Antonius-Legende in der Legenda Aurea verwendet Jacobus als Quelle neben Athanasius Vita vor allem die sogenannten Apophthegmata Patrum. Das, was Athanasius Text zu einem hagiographischen machte und worauf er seine besondere Authentizität begründete, nämlich die Verortung und Einbettung in ein historisch gut bezeugtes und nachweisbares Setting, fehlt bei Jacobus vollständig. Die Apophthegmata Patrum dagegen sammeln kurze Aussprüche der Wüstenväter Ägyptens des 4. und 5. Jahrhunderts und legen sie einzelnen Vertretern in den Mund. Auch bei den Apophthegmata handelt es sich, wie bei den Vitas Patrum, um keine abgeschlossene, werkhafte Sammlung, sondern um ein Konglomerat von sehr kurzen Einzeltexten bzw. Zitaten, die eine christliche Weisheit formulierten, etwa der Form nach X sagte zu Y oder X sprach. Sie wurden ständig variiert, erweitert, in andere Idiome übersetzt und rückübersetzt und dabei natürlich auch stilistisch geformt. Sie eigneten sich in besonderem Maße der erbaulichen Lektüre als Grundlage für die Meditation ebenso wie als Versatzstücke für eine Predigt oder einen geschriebenen Traktat.
Ein hagiografisches Moment der Zeugnisse ist darin kaum oder gar nicht vorhanden. Denn hier kommt es nicht auf die Nachfolge im Hinblick auf einen Lebenswandel, nicht auf die Conversio der Heiligen an, sondern auf die Inspiration durch die wahrhaftigen Aussprüche der Heiligen und ihre Beziehbarkeit auf eine unendliche Zahl von Kontexten. Dass sich Jakobus de Voragine also mit Vorliebe bei den Apophthegmata bediente, war daher eine ganz gezielte Entscheidung. Vom Antonius langem innerem Kampf und von seinem Weg vom heimischen Dorf, die gelegentlichen Ausflüge zu anderen Jeremiten, in die Wüste, über den äußeren Berg bis zum inneren, ist gar keine Rede. Auch seine Prädestination zum Heiligen von Kindheit an wird ausgespart. Vielmehr beginnt Jakobus unter Quellennennung Athanasius, als Antonius bereits 20 Jahre alt ist und das Matthäus-Zitat hört, das ihn veranlasst, alles zu verkaufen und das Jeremitendasein anzunehmen. Schon in der nächsten Zeile hatte er mit der Kraft des Glaubens den Teufel überwunden. Nur wenige Schlaglichter werden danach auf Antonius Leben geworfen, aber nicht auf jene, die Antonius innere Zerrissenheit, seine Scham, seine Menschlichkeit in den Fokus stellen, wie dies Athanasius Hagiographie oder auch Augustinus in seinen Confessionis tut. Jakobus stellt den Zusammenhang zwischen Antonius und Augustinus nämlich zu Beginn des Textes selbst her, sondern gerade die übermenschlichen Eigenschaften, sich gegen die physischen Angriffe des Teufels und der wilden Tiere zur Wehr zu setzen, stehen im Zentrum und vor allem die Visionen und die damit verbundenen Einblicke in die für den Menschen unzugänglichen transzendenten Wahrheiten. Von Prädestination oder gar Erwerb von Heiligkeit braucht in der Legenda Aurea auch deshalb keine Rede zu sein, weil sich Antonius mit diesem exklusiven Zugang zu Gott und zur göttlichen Erkenntnis schon in seiner ganzen Exorbitanz zeigt, die ihn ganz und gar als vermittelndes Sprachrohr Gottes, engelsgleich, heilig eben, präsent macht, die ihn zu den Glaubenssätzen der Apophthegmata befähigen, ohne dies eigentlich in einer Histoire zu erzählen. Darin unterscheidet sich die Legenda Aurea eklatant vom Väterbuch. Als Väterbuch wird eine Legendensammlung des letzten Drittels des 13. Jahrhunderts bezeichnet, die im Umkreis des Deutschordens entstanden ist und in diesem Kontext eine breite Überlieferung erfahren hat. Rund 30 Handschriften und Fragmente sind auf uns gekommen, davon die meisten aus dem 14. Jahrhundert und mit einer bemerkenswerten Textkonstanz, was auf einen gewissen Deutschorden geltenden Verbindlichkeitsstatus der Textsammlung schließen lässt. Das Väterbuch ist das älteste deutsche Verslegendar und zwar eine bearbeitende Übertragung der lateinischen Vitas Patrum. Der oder die Verfasser kannten vermutlich auch Jakobus de Voragines Legenda Aurea, deren älteste Handschrift etwa ab 1280 in Deutschland nachzuweisen ist. Dass die Antonius-Legende abschließende Bogengleichnis, das nur in den Apophthegmata Patrum und nicht in Athanasius Vita enthalten ist, kannten der Verfasser höchstwahrscheinlich nicht aus dem griechischen Original, sondern von Jakobus. Ich gehe später noch darauf ein. Der Verfasser ist übrigens auch für das etwas jüngere Passional einer Legendensammlung mit künstlerisch höherem Anspruch verantwortlich. Eventuell entstanden sogar beide Texte parallel nebeneinander. Die Antonius-Legende ist im Passional allerdings nicht enthalten, sodass hier nicht verglichen werden kann. Die lateinische Vorlage, die Vitas Patrum, lässt sich nicht eigentlich als Werk abgrenzen, sondern besteht aus einer eher lockeren Sammlung von Texten, ohne feste Korpusgrenzen und aus verschiedenen, vor allem griechischen Quellen, wie der Historia Monachorum. Erfasst sind die Lebensbeschreibungen früher christlicher Mönche und heiliger Frauen im 3. bis 5. Jahrhundert, die nicht das Martyrium erwarben, sondern als BenediktinerInnen aus dem südlichen Weltleben Erfasst sind die Lebensbeschreibungen früher christlicher Mönche und heiliger Frauen im 3. bis 5. Jahrhundert, die nicht das Martyrium erwarben, sondern als BenediktinerInnen aus dem sündigen Weltleben schieden und sich als Ordensleute und Anachoreten in den Dienst Gottes stellten. Die Sammlung wurde über die Jahrhunderte schließlich auch durch Heilige der Westkirche erweitert. Das Mittelhochdeutsche Väterbuch macht daraus eigentlich erst ein abgeschlossenes Werk mit festem, verbindlichem Textbestand. Da Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens im 6. Jahrhundert, die Lektüre der Vitas Patrum im Klosteralltag vorschrieb, waren sie entsprechend weit verbreitet und bekannt. Trotz der Fremdheit der Lebenssituation der enthaltenen Heiligen in den Wüstengebieten Ägyptens und des Nahen Ostens galten die Vitas Patrum als das Lehrbuch monastischer Askese und Spiritualität überhaupt, weit über den Benediktinerorden hinaus, bis in die
mystische Tradition des 13. und 14. Jahrhunderts, in der ja gerade das individuelle spirituelle Leben unabhängig von Ordensgemeinschaften im Zentrum stand. Das einsame Leben der Wüstenheiligen diente den MystikerInnen ebenso zum symbolischen Vorbild für die Konzentration auf die eigene mystische Seele wie den eher stark weltzugewandten religiösen Gemeinschaften wie der Deutschorden. Dieser, als Nachfolger der Ritterorden, hatte sich während des dritten Kreuzzuges während der Belagerung von Akkon im heutigen Israel aus einer Spitalsgemeinschaft gegründet. Die Brüder des Hospitals, die einst aus Bremen und Lübeck ins Heilige Land gereist waren, nahmen nach der Eroberung der Hafenstadt zunächst die Johanniterregel an und nannten sich Orden der Brüder vom deutschen Hospital St. Mariens in Jerusalem. Nach einem angeblich früher in Jerusalem befindlichen Hospital und weil der spätere Hauptsitz in der Heiligen Stadt geplant wurde, wozu es allerdings nie gekommen ist. Durch Schenkungen und politische Unterstützung aus der deutschen Heimat erblühte die Gemeinschaft sehr schnell, übernahm wie die Tempelritter zuvor auch militärische Aufgaben und wurde 1199 durch den Apostolischen Stuhl in den Stand eines Ritterordens erhoben. Seine Mitglieder waren entweder Ritter und daher fast ausschließlich Adlige, die die militärischen Pflichten ausübten, Priester, die die Liturgie überwachten und sich dem beeindruckend reichen Schrifttum unter anderem in der Chronistik, Hagiographie und geistlicher Literatur sowie dem Unterricht widmeten. Dem Orden zugehörige Laien versahen niedere militärische und haushalterische Dienste. Die Profess der Deutschordensbrüder sah Armut, Keuschheit und Demut vor, nicht aber die bei den Benediktinern und von diesen abhängigen Orden neben der Obedientia übliche Conversatio Morum, also die beständige Umkehr, die sich zentral auch eine asketische Lebensweise in Stille und Zurückgezogenheit beinhaltet, und die Stabilitas Loci, die Beständigkeit des Ortes. Die Weltzugewandtheit des Deutschordens, der seine Aufgaben in karitativer Seelsorge und militärischer Verpflichtung definierte und zudem ab dem 13. Jahrhundert politisch agierte und expandierte, was schließlich in der Gründung eines eigenen Staates in Nordosteuropa mündete, drückte sich also schon in seiner Profess aus. Im kulturellen und bildungspolitischen Umkreis dieses Ordens entstand nun das Väterbuch und seine Version der Antonius Vita. Der Text lehnt sich sehr stark an Athanasius Vita an und nimmt nur im letzten Teil das Bogengleiches aus den Apophthegmata, wahrscheinlich vermittelt durch die Legenda Aurea, auf. Schon zu Beginn des Textes wird die Erwähltheit Antonius geklärt. Er ist also von Beginn an Heiliger, wie Paulus' Konversion vom jüdischen Saul vorgebotlich prädestinativ ausgedeutet wird. Antonius, der Gottesheld, gar und an Tugenden erwählt, zu einem Kinde Gott erkoren. Interessant für den Entstehungs- und Überlieferungszusammenhang ist der behauptete Geburtsadel der Familie. Von ehrhaften Magen die große Würde pflagen, sowie der Seelenadel der Eltern, der zu Beginn und an mehreren Stellen betont wird. Trugen ihren Sinn zur Gotte in dem süßen Gottes Gebotte, was ihr Leben friedelig. Der Unterschied zwischen Antonius und seinen Eltern in Bezug auf einen gottesfürchtigen Lebenswandel erscheint als ein quantitativer, kein qualitativer. Das mag als Handreichung zur Anschließung durch die adligen, weltzugewandten Rezipienten im Deutschorden verstanden worden sein. Die wiederholt erwähnte angebliche edle Geburt, die bei Athanasius so nicht behauptet wird, stellt den Wüstenheiligen gewissermaßen in eine Genealogie mit dem Publikum. Der Sieg nach rechter Blurte brachte man ihn mit hoher Zucht. Signifikant ist auch die Betonung von Antonius' Weisheit, die Rolle seiner Ratgeber- und Lehrerfunktion, die seinerseits mit der Abhängigkeit von herausragenden Lehrern andererseits in Verbindung gebracht wird. Zu Huse er viel beleb und bi den Lehreren, die den Gottes gewähren, laten wandeln zu Gotte. Die Unverbildetheit, den Athanasius hervorgehoben hatte, wird ersetzt durch herausgehobene Weisheit, die sich vom Spiel abwendet und der Lehre und dem Studium zuwendet. Im Kontext des kulturellen und bildungspolitischen Niveaus von Schriftgelehrsamkeit, die im Deutschorden gepflegt wurde, tritt Antonius explizit in die Reihe christlicher Lehrer ein und seine Vita in den Kanon der verbindlichen Lehren, die sich in der Sammlung des Väterbuchs, die von der Antonius Vita angeführt wird, selbst verwirklicht. So wird er, der Wüstenheilige, selbst zu einem Buch. Sin gehugede, was sin Buch, was er je bestruchen hätte, gute Lehre, die hafte an ihm so sehre, als ob sie wäre joch geschrieben und an Burchen wie ihm belibben. Die bei Athanasius nur sehr kurz angedeutete Binnenmetapher wird im Väterbuch ausgestaltet und wiederholt. Er flog zu, als ein Wiese bin,
beide her und auch hin, von der fettere Blurmens biesete er der Seele Gomen, und allenthalben zwar er flog, zu und das reine Honig ersog der gottlichen Lehre. Außerdem wird Antonius wie in Augustinus Confessionis unmittelbar in die apostolische Nachfolge Paulus gestellt. Er gedachte an der Apostolin Leben, wie gänzlich sie sich ergeben hätten von der Werde Abbe und durch Christum Liesem Drabbe und so weiter. Die bei Athanasius in seiner plötzlichen Zufälligkeit inszenierte Predigt zum Matthäus-Zitat wird im Väterbuch sogleich als göttliche Fügung angesprochen, deren Erkenntnis Antonius unmittelbar erwirbt. Diese Gotteslehre ist durch mich nu gelesen, des bin ich wohl hier gewesen. Dies entspricht dem Prädestinationsprinzip. Antonius muss nicht erst noch heilig werden oder seine Heiligkeit narrativ hervorgebracht werden, sondern er ist es immer schon und sich dessen voll bewusst, das Gnadenwirken Gottes erwartend. In Bezug auf Antonius Handeln setzt das Väterbuch gegenüber der Legende Aurea ebenfalls andere Akzente. Nicht Wunderwirken und Visionen stehen im Vordergrund, sondern Askese und besonders der Wechsel von Vita Activa und Vita Contemplativa als eine engelische Weisung. Die Auseinandersetzung mit dem Teufel, die der Verfasser mehr oder weniger quellengetreu übernimmt, sind zwar auch physische Kämpfe, aber vor allem Wortgefechte, in denen Antonius mit Witz und Spott sich dem Teufel überlegen deutlich zeigt. Dieser Antonius ist in der Disputatio geübt und sucht lieber das Gespräch als die stille Meditation. Auch die Erscheinungen des Teufels werden viel eindeutiger als Trugbilder, Trugehat, geschildert. Der Monolog über die Sünde der Unkeuschheit, die jeden Mann, ob jung oder alt, befallen kann, mit der auch Antonius mehrfach versucht wird und den Teufel in die Flucht schlägt, lässt wiederum an die Ordensgemeinschaft der Deutschordensritter denken, zumal nach der Szene Antonius selbst ein Gottesritter genannt wird. Mit besonderem Enthusiasmus und ein gewisses dichterisches Vergnügen, nicht verbergend, hat der Verfasser die Angriffe der wilden Tiere geschildert, die sich interessanterweise aber eher in einer betörenden Geräuschkulisse als in physischen Attacken äußern. So groß war das Schallen von dem Ungehuren her, die mit Wurten der Wehr sich mit Zorne tribben, in manniger Handes Stimmen begonnen sie do brimmen. Den bei Athanasius aufgeführten in Ägypten ortsansässigen Tieren fügt der Verfasser kurzerhand das Einhurnen und das Eberswien hinzu. Während ersteres aus der Physiologos-Tradition eigentlich eine positive Bedeutung auf Christus erfahren hatte und hier eher überraschend auftaucht, galt das Eberschwein im mittelalterlichen Europa als Symbol für alles Schändliche und Gewalttätige, nicht zuletzt, da damalige Wildschweine riesenhaft und gefährlich als besonders schwer zu erlegendes Großwild galten. An der Jagd scheint der Verfasser des Väterbuches überhaupt interessiert zu sein, versetzt er doch das Bogengleichnis aus den Apophthegmata Padrum, das auch Jakobus überliefert, in ein für seine Herkunft ungewöhnliches Setting. Ein Jäger hub sich in dem Wald, wo er mit seinen Hunden bald nachgejagte dem Wilde durch Busch und durch Gefilde. Für zeitgenössische Texte kein ungewöhnlicher Erzählauftakt, passt er für die Lebenswelt Antonius in der ägyptischen Wüste überhaupt nicht. Darauf kam es aber auch nicht an. Was Antonius zu lehren hat, ist allgemeingültig und an keinen spezifischen Lebenskontext gebunden. Vielmehr passt der Weisheitsspruch vom Maß allen Handelns perfekt auf die weltzugewandten, ebenso seelsorgerisch wie militärisch handelnde Deutschordensbrüder und überhaupt auf jeden Christenmenschen perfekt. Die Brüder, die sich zwingen und mit Tugenden ringen, dem muss man unterwielen, doch wohl entsänften ihr Joch. Es ist wenig, ich so gut, Swer es über Maße tut, er in Muggel sich irren daran, Maße ist gut, der sie kann. So wird für Passung gesorgt in einer Gegenwart, in der die Welt sehr nah, die Wüste aber fern und die Dämonen nicht mehr ganz so real waren wie in Athanasius Vorstellung. Antonius, in der Radikalität seines Rückzugs nur sehr bedingt für die Nachahmung, zumal für Deutschordensritter geeignet, avancierte so dennoch zum allgegenwärtigen Leitbild vielseitiger Formen der Vita Apostolica, die den Weg zu Gott in oder jedenfalls nur am Rande der Gemeinschaft suchten.